Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier in Ultimate General Civil War. Und hier steht Rückzug zu Henry Hill, da haben wir letztes Mal aufgehört. Wir folgen also einem Plan und der Plan richtet sich an der Realität aus. Und da schauen wir auch gleich mal rein, wieder den Wikipedia-Artikel Schlachtverlauf. Wir schauen mal. McDowell plante je einen Scheinangriff mit Brigadegeneral Daniel Tylers 1. Division auf die über den Bull Run führende Steinbrücke und mit der Brigade von Oberst Thomas H. Davis auf Blackburns Fort zu führen. Können wir uns jetzt hier auch nochmal anschauen. Weiter mit Klick. Ich mache hier... Ah, okay. Moment. Hinweise. General, der Feind scheint uns zahlenmäßig überlegen zu sein. Wir müssen uns zurückziehen und unsere Truppen reorganisieren. Mach's mal bequem hier. Henry Hill ist ein guter Ort, um unsere Verteidigungslinie einzurichten. General Jackson rückt mit frischen Truppen vor, um uns zu helfen. Da kommt er. Noch heißt er nicht so Stonewall Jackson. Den Namen verdient er sich dann noch. Hier in dieser Schlacht. Mal schauen, ob ich das auch schaffe. Halten Sie die feindliche Offensive auf. Verlieren Sie diesen Hügel nicht, sonst bricht unsere Flanke ein und wir werden gezwungen sein, uns nach Richmond zurückzuziehen. Ich mache jetzt hier Pause und wir können noch mal schauen, wir hatten gerade gesprochen über Blackburns Fort und die Steinbrücke. Die Steinbrücke ist klar, das ist diese Position. Und wer hat hier angegriffen? Daniel Tylers 1st Division. Können wir Tyler irgendwo hier sehen? Nee, den General sehen wir nicht, aber der muss hier irgendwo sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hinterland hinten mit drin. Also das war quasi dieser Scheinangriff. Dann haben wir noch Scheinangriff gehabt über Blackburns Fort. Jetzt muss ich mal schauen, wo ist Blackburns Fort? Stonebridge, Sudley Springs. Da kann man es nicht sehen. Popular Fort, Farm Fort. Kannst du es auf den Karten tatsächlich gerade nicht erkennen? Island Fort, Balls Fort, Lewis Fort, da sind wir noch nicht gewesen. Ist weiter im Süden. Gut, das war der Scheinangriff hier von Tyler, wie wir sehen können. Über den Farm Fort. Unter dem Schutz der Täuschungsmanöver sollte der Hauptangriff von den Brigadegenerälen David Hunter und Samuel P. Heintzelman gegen die linke Flanke der Konföderierten geführt werden. Sie sollten sich im großen Bogen am nördlichen Ufer des Bull Run bis zum Sudley Fort bewegen, um dort den Fluss zu überqueren. Anschließend sollten sie im Morgengrauen einen Überraschungsangriff über das leicht ansteigende Plateau bis zum Henry Hill führen. Dieser Plan scheiterte, weil viele Truppenführer noch nie Truppen in dieser Größenordnung geführt hatten, an daraus resultierenden Koordinationsproblemen und an der Unerfahrenheit der Soldaten. Die Flankenbewegung wurde auf 6 Kilometer geschätzt, war tatsächlich aber 12 Kilometer lang. Zahlreiche Verzögerungen während des Marsches und die Ermüdung der Truppen ließen schließlich einen Angriff nicht vor 10 Uhr zu. Zusätzlich war Tylers Scheinangriff an der Steinbrücke über den Bull Run auf der rechten Flanke der Konföderierten zu schwach und erlaubte Oberst Nathan George Shanks Evans, der über den Angriff auf die linke Flanke informiert worden war, die Regimenter der Brigade eine Meile nach Nordwesten zu verlegen, um den Unionstruppen dort entgegenzustellen. Das war quasi, was wir jetzt im ersten Teil hatten, unsere Einheiten, die hier quasi als Nachhut oder beziehungsweise Verstärkung gekommen sind, die kamen hier noch weiter südlich aus dem anderen Bereich. Aber auch die Soldaten der Konföderierten waren unerfahren. Oberbefehlshaber der Konföderierten Potomac Armee war der Held von Fort Sumter, Brigadegeneral P.G.D. Beauregard. Er hatte das Stellungssystem südlich des Bull Run verstärkt und war bis zum 21. Juli durch 3 Brigaden der Shenandoah Armee verstärkt worden. Weitere Verstärkungen befanden sich noch auf dem Eisenbahntransport vom Shenandoah-Tal. Angriff über die Flanke. Die Brigade von Oberst Evans hatte sich in einer Linie zwischen Matthews House und der Sudley Road positioniert und befand sich so genau in der Stoßrichtung des Flankenangriffs der Nordstaatler. Das ist das, was wir hier quasi hier oben gemacht haben. Hier ist Matthew Hill, hier drüben ist Bull Run mit Sudley Fort. Wir haben im Prinzip hier eine Linie aufgestellt, also tatsächlich ähnlich wie auch im Original. Nach Süden und Südosten öffnete sich der Rücken der Regimenter ein offenes Plateau bis zum Henry Hill. Evans konnte den anstürmenden Unionstruppen eine Stunde lang widerstehen, musste jedoch trotz Verstärkung durch die Brigaden Oberst Francis Stebbins Bartows und Brigadier General Barnard Allen Bees, beide starben im Laufe der Schlacht am Bullrun, die Stellung gegen 11.30 Uhr aufgeben. Auch die Unterstützung durch Hauptmann John Imbodens Artillerie konnte die sich ständig verlängernde Angriffslinie der Union nicht aufhalten. In völliger Auflösung erreichten die Brigaden Evans, Bartow und Bees den Fuß des Henry Hills. Dort war unter dem Kommando da sind wir noch gar nicht. Da kommen wir jetzt gerade noch hin, aber wir können jetzt hier auch nochmal das Manöver sehen. Ich zoome jetzt hier gerade mal, versuche ich zumindest ein kleines bisschen, da ist die Karte, denke ich, besser.
Das ist also das, was wir jetzt hier im Spiel auch gesehen haben. Heinzelmann und Hunter, die über die Flanke gekommen sind. Wir haben eine Stonebridge verteidigt, Matthews Hill gehalten und jetzt lassen wir uns zurückfallen Richtung Henry Hill. Und das passiert jetzt. Also wir können sehen, wir sind sehr, sehr nah am Original dran. Und das muss man mögen. Das habe ich, wie gesagt, schon oft als Kritikpunkt gehört. Ha, ist ja wenig dynamisch und man kann überhaupt keine eigenen Entscheidungen treffen. Stimmt. Es muss die Frage, ob man das auch immer will oder ob man einfach mal sagt, man spielt quasi historische Schlachten zu einem gewissen Maße nach, denn ich hier als in dem Fall General bekomme meine Befehle auch irgendwo von oben. Ja, und der Befehl lautet jetzt zurückfallen lassen zum Henry Hill. Und das machen wir jetzt auch. Analysieren wir nochmal. Also Henry Hill ist halten Henry Hill und zwar 2 Stunden. Ist die Frage, ob wir vielleicht irgendwo verzögernd dem Feind noch etwas den Feind noch irgendwo verzögern können. Jetzt Moment, wo ist denn hier der beste Übergang über den Fluss für unsere Supplies? Ich würde denken, hier unten. Führen wir die mal hinter den Henry Hill. Dann B. Lass mal zurückfallen. Die lassen wir jetzt alle erstmal zurückfallen. Beauregard zurück. Lewis Skirmishers ebenfalls zurück. Hampton's Legion ebenfalls zurück. Und auf der rechten Flanke werden wir jetzt erstmal noch halten. Nicht, dass uns die Einheiten hier über die Stonebridge entgegenkommen. So, letzten Flanken sind abgefeuert. Wir ziehen uns zurück. Ich hoffe, es war nicht zu spät. Lewis muss noch halten. Damit unsere Artillerie abrücken kann. Kriegen wir noch eine Salve los. Ja, auf Porter. Und Rückzug. Schauen wir uns, wir einen Flankmanöver starten mit B. Bartow muss sich ebenfalls zurückfallen lassen. Imboden zurück, Pelham zurück. Oh nein, ich verliere meine Artillerie. Wisst ihr was, wir lassen Lewis noch hier in der Verteidigung kurz am Matthews Hill. Winden hier schon in die Flanke, deswegen ist es gut, dass ich hier auf langsamer Geschwindigkeit spiele. Ja, ich werde irgendwo noch Verzögerungsgefechte durchführen müssen. So, B hat ebenfalls eine Volley abgegeben. Wir lassen uns zurückfallen, bevor uns Howard hier flankiert. Lewis ist hier in Stellung in Matthews Haus. Bartow ziehen wir zurück. Beauregard ziehen wir zurück. Pelham ebenfalls. Das sind die Verluste bei Lewis. Die sind noch gar nicht wirklich in Deckung hier, oder? Ist Lewis in Deckung? Deckung. So, B einmal zurückfallen lassen. Vielleicht können wir mit B hier aus dem Kornfeld verteidigen. Hinten darf sich ein Stück zurückziehen. Deckung ist jetzt bei 62% hier bei Lewis. Ich würde sagen, wir lassen Lewis noch eine Salve abgeben. Und hier unten die Truppen. Das Schöne ist auch, wenn die Verstärkungen ankommen, dass die erstmal eigenständig quasi schon mal Verlegungen drin haben. Gut. AOTS, Army of the Shenandoah. Wen haben wir denn da alles? Jackson, da ist er. Noch nennen wir nicht Stonewall Jackson, sondern nur Jackson. Ist die Frage, wo wir jetzt Verteidigungsstellungen aufziehen. Ja, letztendlich wäre es schon mal ganz gut, wenn wir die am Fluss hier aufhalten könnten. Was haben wir denn jetzt hier? First Division. Jede Menge Einheiten. Second Virginia, Fourth Virginia, 27th Virginia, 33rd Virginia, 5th Virginia. Relativ kleine Brigaden hier. Wir nehmen mal
zwei Brigaden, und zwar die vierte und die zweite. Und jetzt können wir jetzt hier auch schon mal, hier kann man sehen, wir können jetzt hier so Linien einzeichnen. Das finde ich sehr, sehr angenehm. So, und ich würde den quasi in guter Linienkampfmanier eine Brigade zurückversetzt stellen. Dann können wir dann angeschlagene Einheiten durchtauschen. Und wir haben hier nochmal zwei Brigaden, die fünfte und die 33. Ist denn was? Die lasse ich zusammen. Die lasse man zusammen. Zusammen mit dem Jackson. Können wir hier schon mal hinbewegen. Und dann haben wir noch zweimal Artillerie, einmal Standard und hier den Brocken. Wie heißt der? Brocken Bro? Brocken Bro. Auch ein guter Name. Das war falsch. Ziehen wir die Artillerie mal hier in dem Feld unter. Ah, es ist einfach schick. Dieses Spiel ist wirklich elegant. Es ist jetzt schon so alt und simpel, aber genial. Gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Okay. Was mir nicht gefällt, ich habe natürlich immer auch eine Kleinigkeit zu meckern. Ich hätte gerne Funktionen, wo ich jetzt auf eine Taste drücke, wo jetzt sämtliche zukünftigen Stellungen eingetragen sind, also wen ich wohin bewege. Das würde mir jetzt gefallen, weil dann könnte ich vielleicht meine Linie hier auch etwas besser ausbilden. Wir werden den Flussübergang mit B hier sichern, und zwar aus, wisst ihr was, wir ziehen B. Wir ziehen B hier rüber. Dann haben wir Louis. Louis kann sich jetzt ebenfalls bewegen. Hierhin. Imboden und Pelham beziehen Stellungen. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich hier in dem Feld. Hier drüben. Und dann denke ich, habe ich sämtliche Befehle gegeben. Ne, Bartow fehlt noch. Lass uns Bartow mal hier direkt zurückführen. Beauregard hier rüber. Hamptons Legion. Ja, erstmal ungeordnet hier zurück. Und dann machen wir weiter. Stellung im Süden halten. Ja, wie gesagt, sehr angenehm, dass man, ich tendiere dazu, dass ich irgendwelche Elemente auf dem Monitor oft nicht sehe. Und wir haben ja links oben immer die kleinen Hinweise, was gerade passiert. Sowas geht mir prinzipiell immer wieder mal, auch auf langsamer Geschwindigkeit. Und da bin ich schon sehr froh, dass ich die Truppen erstmal eigenständig auch. Bin mir jetzt nicht sicher, ob sie zu einem Zielpunkt gehen oder sich einfach Richtung Mitte der Karte bewegen. Auf alle Fälle ist es sehr angenehm, dass die Einheiten nicht. Und wie es mir oft passiert in anderen Spielen, dass ich dann erst nach Runden merke: Mensch, Moment, ich habe hier noch eine Division, die da schon seit Wochen rumsteht. Das ist nicht gut. Irgendwo wird gebrüllt, das heißt, irgendwo wird in Nahkampf gegangen, aber wo? Kann ich nichts erkennen. Sie winden jetzt mal hier in dem Waldstück unter. Siegfried hat mittlerweile 419 Mann Verluste und nur 470 Verluste zugefügt. Trotz der starken Stellung. Auf der anderen Seite stehen wir natürlich hier auch einem zahlenmäßig überlegenen Feind gegenüber. Irgendwo brüllt Artillerie, Kavallerie. Kavallerietrompete. Selber habe ich keine Kavallerie, oder? Habe ich die übersehen? Nee. Wir haben keine Kavallerie. Ah, hier. US Cavalry Battalion. BN. Wahrscheinlich heißt es nicht Battalion. Das muss was anderes heißen. Was könnte ein BN heißen? Ich habe keine Ahnung. So, Feuer öffnen. Boah, vernichtende Volleys hier. Einheit ist auch geroutet. Da haben wir wieder ein paar Skirmisher. Ich werde jetzt von Hampton ein paar Skirmisher absondern, Flankler abstellen. Um die Union-Skirmisher, Flankler hier abzufangen. Ah, die Verluste für die Union sollten schwer genug sein. Winden zurückziehen, Taste F, wie gesagt. Rear flanked. Oh, Mist, Mist, Mist. Pelham ist zu langsam bei dem Fluss.
Gehen wir mal aktiv hier mit unseren Plänklern rein. Ja, chargen soll sie nicht, Moment. Ich wollte es eigentlich nur laufen lassen. First Ohio ist immer noch am Start. Wir können sie sehen, die First Ohio war eine der Einheiten, die ganz zu Beginn der Schlacht auch schon massive Verluste eingesteckt hat. Sind natürlich jetzt auch runter. Ich glaube, die waren auf 1500. Aber trotzdem ist die Einheit immer noch da. Sie kämpft. Und der General Beck steht hier ebenfalls noch in Position. So, die Skirmisher haben jetzt hier aufgegeben. Ich bringe die mal hier in das Waldstück. Dann können wir uns gegen die Skirmisher hier ein bisschen besser verteidigen. Kurz davor, ein bisschen auf die Zeitbestimmung zu drücken. Auf der anderen Seite, was sind das hier eigentlich für Einheiten, dass er mir bei der First Division, First, Second Division, welche Einheiten sind denn das hier? Hampton's Legion. Die tauchen jetzt hier in der Order of Battle gar nicht auf. Gut, um Divisionen werden wir uns ein bisschen später noch kümmern, wenn sie wirklich auch spielentscheidend wären, wie die zu steuern sind. So, langsam kommen wir jetzt hier auch in Schlachtformationen. Hier ist übrigens ein Geräusch, hier irgendein Schussgeräusch bei dem Spiel, wo ich ständig denke, meine Katze niest. Das hört sich an wie ein Katzenniesen. Da war es gerade wieder. Aber mittlerweile habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt. Eine Stunde 22 müssen wir Henry Hill noch halten. Dauert aber alles natürlich, bis wir hier Hampton's Legions Skirmisher, die rufen wir wieder mal zurück, dass es zur ihrer Haupteinheit geht. So, Second Virginia steht Deckung 63%, gefällt mir ganz gut. Vierte Virginia Deckung 76%, wisst ihr was, dann lass mal die ein Stück zurückfallen, dass die noch besser mehr Deckung haben. So, Hampton's Legion, Lewis Skirmishers. Wisst ihr was, ich rufe die mal wieder zurück, die Skirmisher. Und dann schauen wir mal, was wir mit Hampton's Legion machen. Vielleicht als Reserve, Bartor-Reserve, Hampton's Legion-Reserve. Ich sollte meine Einheiten, Lewis. Welche waren jetzt meine Einheiten? Lewis war meine. Vinton, Lewis und Siegfried. Irgendwo droht wieder ein Kavallerieangriff hier oben. Oh oh. Die Jungs sollen rennen. Ja, brauchen sie nicht mehr. Kavallerie dreht ab. Dann schützen wir jetzt mal hier unsere Siegfriedlinie. Ah, ich denke B. B kann ich ebenfalls schon rüberführen. Lewis hier an die Furt stellen. Im Boden. Okay. Verteidigungsposition werden bezogen. Wieder Kavallerie hier im Angriff. 68 Mann, kein großes Problem.
So, Position sind jetzt gleich bezogen. Kavallerie. Oh oh. Ich muss mich hier Skirmisher abstellen. Nein, das waren nicht die Skirmisher, das sind die Skirmisher. No, 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 das war schlecht von mir. Das war ganz schlecht. Wenn ich jetzt Kavallerie hätte, könnte ich den Supply Wagon hier angehen. Wie viele Verluste haben wir jetzt bei McLeod? Eine Kanone haben wir verloren. Sehr schade und vor allem auch sehr teuer. Second Virginia bringen wir mal. Stellen wir die mal so auf. Einmal Jackson. Archer und Hampton's Legion auf eine Flanke rüber. So, wir haben jetzt hier zweimal Supplies. Ein Supply stellen wir hier hoch. Den zweiten an die Artillerie ran. So, ah ja, ich habe Kavallerie. Ich depp. Hier, Stuart. Dann schauen wir doch mal, ob wir mit der Kavallerie hier die Supplies des Gegners abfangen können. Ich glaube, ich löse Siegfried hier raus. Für meine Verluste, 559 waren Verluste. Ich habe derzeit niemanden, der die Position einnehmen kann. Oder was? Hampton's Legion soll es machen. Dann werden wir uns hier zurückziehen. Hier Siegfried mal unterstützen mit Winton. Siegfried und Winton, beide Teile meiner Stammeinheit. So, Stuart. Was hat Stuart für Waffen? Ah, Karabiner. Das bedeutet, sie sind nicht für den Nahkampf ausgerüstet, sondern zum Absitzen und Bekämpfen. Supplies kann man natürlich gehen, auch mit der jetzigen Form der Kavallerie. Gehen wir mal Siegfried Skirmishes noch zu Winton hoch. Das sieht gut aus. Oh, jetzt sind sie geflankiert worden. Schlafen. Wir stehen gut. Bringe ich bloß mal ein bisschen Ordnung hier noch in den Haufen. Noch ganz noch so hundertprozentig gut gefallen mir die Linien noch nicht. Oh, wir haben hier drüben ein Munitionsproblem. Wir lassen die wieder zurückfallen zu ihrer Stammeinheit. Blankler zurückrufen. Muss Siegfried übernehmen. Gefällt mir jetzt gut die Aufstellung.
Kavallerie war ich schon auf Unionsseite nicht gut. Würde mich jetzt also auch nicht wundern, wenn ich hier auf konföderierten Seite ebenfalls nicht besonders glänze. Ist mir zu viel Micromanagement. Bowden und Pelham. Ich überlege gerade, ob ich die beiden... Ist da was? Bringen wir zumindest mal Pelham rüber. Und Beauregard. So, Hampton wird jetzt die Position hier von Siegfried übernehmen. Okay. Stuart gegen namenlose Kavallerie der Union. Das ist mir, denke ich, auch ein Vorteil. Wir bringen Barton noch hier in die Flanke. Ich habe jetzt meine Division leider ein bisschen durchgemischt. Das muss ich in zukünftigen Gefechten natürlich abstellen. Ich sage es jetzt mal so, ich verhalte mich gerade ganz gut wie die Originale. Bisschen Probleme beim Manövrieren, alles noch recht unerfahren. Da spiegelt sich jetzt quasi auf meiner Seite auch wieder. Von daher ist es hier schon ein recht authentisches Spielgefühl. Rede ich mich jetzt raus. So, sobald hier die First Ohio abgewehrt ist. Die Truppen müssten hier aufgegeben haben. Die sind nicht mehr aktiv. Ja, sobald es hier eine Volley kommt von Winden, ist es vorbei mit Lustig. Schluss mit Lustig. Da denke ich, brauchen wir nicht groß schauen, das wird schon funktionieren. Pelham ist in Position. Wir werden Imboden jetzt noch in eine neue Position bringen. Und Brock und Bro. Munition liefern wir hier rüber. Vielleicht, weißt du was, wir bringen die 2. Virginia jetzt mal hier rüber. So, Siegfried darf hier raus, Hampton übernimmt. Um die Supplies wird sich gekümmert. Ah, okay, wir haben jetzt hier im Rückraum. Dann übernimmt Bartow hier die Verteidigung. Wir brauchen noch jemanden. Ja, mische ich die Formation jetzt mal wild durch. Das stelle ich dann irgendwann mal noch ab. Supplies hat aufgegeben, sehr gut. Dann können wir unsere Kavallerie schon wieder zurückziehen. Ich möchte eigentlich Lewis hier rauslösen. Oder was? Wir lösen Lewis auch raus. Mit der 27. Virginia. Gucken wir die Kavallerie mal rüber. ...27 Minuten müssen wir noch halten. Ein bisschen eng benannt. Hält gut. Ich ziehe jetzt Lewis hier raus, damit ich einfach Kampfkraft noch behalten kann. Dass sie nicht zu viel Erfahrung verlieren, wenn ich es wieder mit Grünschnäbeln aufpäppeln muss. Bringen wir 5th Virginia ebenfalls noch in Stellung hier. So,
So, jetzt brauche ich noch was Kreatives für meine Kavallerie. Stuart in die Flanke. Arthur hat 336 feindliche Soldaten rausgenommen und 191 sind bei ihm gefallen. So, Franklin's Brigade zieht sich jetzt zurück. Jetzt ziehen wir mal die 33. Virginia ebenfalls nach unten. Ich hoffe übrigens, dass VA wirklich die Abkürzung ist für Virginia. Bei Winton ist es auch ruhig geworden. Secret Skirmish, das kann ich ebenfalls mal zurückbeordern. Ja, wir haben hier Howard schon in die Flucht geschlagen. So, Stuart. Problem ist, einen richtigen Charge kann man mit denen nicht machen. Weil das keine Nahkampfkavallerie ist, das ist eine Melee-Kavallerie. Darum gehen wir da jetzt auch nicht in den Charge rein. Burnside ist ebenfalls schon angeschlagen. Das sieht doch alles sehr, sehr gut aus. Schön wäre es jetzt wirklich noch, wenn ich noch feindliche Soldaten irgendwie gefangen nehmen könnte. Schauen wir, was Stuart hier macht. Das müsste übrigens auch der Stuart sein, nachdem dann später auch der M5 Stuart benannt worden ist. Was macht Stuart? Lass mal Stuart da mal halten. Stuart, halt! Habe ich euch einen Angriffsbefehl gegeben? Ich glaube nicht. Ihr solltet hier bleiben. Wahrscheinlich habe ich es natürlich doch gemacht, indem ich aus Versehen was angeklickt habe. Wo ist es? Ah, hier ist der Sherman. Kavallerieangriff. Hoffentlich können wir schnell genug nachladen hier. Komm, Feuer! Jawohl. Jetzt geht's hier in die Nahangriffe. Im Übrigen, diese Bajonettangriffe, die sind nicht so häufig vorgekommen, wie wir das oder wie viele das ganz gerne glauben, aufgrund von Filmen. Da wird ja alles immer etwas überspitzt. Ich glaube, knapp nur ungefähr 15% der Verwundeten und Toten sind aufgrund von Bajonettangriffen. Ist eine grobe Zahl. Also viel mehr als 5% waren es nicht. Aber man hat so oft den Eindruck, als wenn es gang und gäbe gewesen wäre. Aber die Truppen haben regelmäßig im Prinzip diese Befehle verweigert und haben die nicht ausgeführt, also in den direkten Nahkampf zu gehen. Es ist doch etwas einfacher, auf größeren Entfernungen anonym quasi in Anführungsstrichen zu töten, als in den direkten Nahkampf reinzugehen. Also dieses Bild der sich ständig gegenüberstehenden Linien, die sich dann mit Bajonetten angegriffen haben, hat es gegeben, aber nicht in den Massen, wie das oftmals vielleicht suggeriert wird oder wie der ein oder andere Glauben macht. Gegenangriff, was passiert jetzt? Weiter mehr Klick. Ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Die ist lang genug. Dann können wir vielleicht auch mal wieder in den Artikel reingehen und schauen, was denn jetzt hier rekapitulieren, wie weit das Ganze mit dem historischen Original übereinstimmt, was wir hier gespielt haben. Und dann gehen wir über zum Gegenangriff, der dann hier geführt zum
Sieg geführt hat bei der ersten Schlacht von Bull Run oder ersten Schlacht von Manassas. Ob uns das auch gelingt, sind wir ehrlich, wahrscheinlich schon. Sehen wir in der nächsten Ausgabe. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut. Ciao, pfiat's euch. Servus.